Der Radio Niederösterreich Wetterspion. Ja, ungewöhnlich mild und warm ist es momentan. Ja, Sonnenschein und bis zu 17 Grad erwarten wir heute. Da kommen mitten im Herbst fast schon Frühlingsgefühle auf. Und das nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den Tieren. Franz Obendorfer aus Wilfersdorf im Weinviertel ist unser Wetterspion heute. Ja, und bei Ihnen summen jetzt im November noch die Bienen im Garten, Herr Obendorfer. Ist das denn normal für diese Jahreszeit? Das ist bis zu einem gewissen Grad völlig in Ordnung. Also wenn die Temperaturen so über die 10 Grad geht, dann nutzen die Bienen natürlich auch jede Möglichkeit, noch ein bisschen Pollen zu sammeln und Reinigungsflüge zu machen. Also das ist durchaus normal, dass wenn es einen schönen Herbst gibt, dass da noch einige Flugtage dabei sind. Sie sind ja Imker, Herr Obendorfer. Was gibt es da momentan zu tun? Die Adventmarkt-Saison steht vor der Tür. Das heißt, es müssen Honiggläser abgefüllt werden, Metflaschen etikettiert, Geschenke aber hergerichtet. Also jede Menge Beschäftigung eigentlich. Noch denken die Bienen ja nicht wirklich an die Winterruhe. Wie viel Grad hat es denn bei Ihnen im Garten? Ja, heute Morgen, wir haben einen wunderbaren Sonnenaufgang genossen, hat es so 3-4 Grad in etwa gehabt. Mittlerweile zieht die Temperatur jetzt etwas an. Wir haben schon 5 Grad in etwa, die Sonne scheint zwischen einzelnen Wolkenfetzen hindurch. Danke, Franz Obendorfer aus Wilfersdorf. Die Bienen brauchen auch in den nächsten Tagen noch nicht an die Winterruhe denken und dürfen das schöne Wetter genießen. Es bleibt mild und freundlich.